Ja, hier mal wieder der Beginn einer neuen Serie. Und die heißt, was anders werden muss. Oder man könnte sogar sagen, was dringend anders werden muss. Und hier geht es ganz speziell um den Verkehr. Zunächst mal als Leitsatz, nicht alles wild zusammenmischen, wie wir das in Deutschland derzeit erleben. Öffentliche und persönliche Bewegungen müssen ganz klar eine Priorität haben. E-Bikes und andere Fahrräder natürlich in allen Varianten. Straßen konsequent für Fuß- und Radwege reduzieren, also kleiner machen. Die Verkehrsstraßen eben für Autos. Die dritte Schiene. Frequenterer Schienenverkehr. Kombination Fahrrad und Schiene ausbauen. Konsequent Güter auf Schiene und Wasser verlagern. Lastenbikes. Der Luftverkehr muss nachhaltiger werden, steuerlich nicht weiter begünstigen. Keine schweren Lastwagen, maximal 7,5 Tonnen. Überhaupt keine schweren Fahrzeuge. Flexible Taxisysteme, Modell Minibus, wie wir das schon seit Jahrzehnten zum Beispiel in asiatischen oder südamerikanischen Ländern haben. Die Strecken auf- und abfahren im Pendelverkehr. Innenstädte konsequenter vom Autoverkehr befreien. Wasserstoff als weitere Alternative zu Strom. Das heißt, die Öffis sind kleiner und fahren regelmäßiger. Pendelverkehr. Starke Prämien für Umstieg und Ausstieg, das heißt also Abschaffung von persönlichen PKWs. Weniger Versiegelung von Verkehrsflächen. Das ist ja immer noch ein großes Thema. Es werden immer noch Neubauten gebaut, Straßen. Wandern und Fahrradfahren als neue Volksbewegung. Und was ganz wichtig ist, manche mögen vielleicht sagen, ja, was hat das jetzt mit diesem Kanal zu tun? Und mein Kanal ist sehr breit angelegt, es ist mir sehr wichtig, auf sehr unterschiedliche Themen einzugehen, die mit unserem Menschsein zu tun haben. Und der Verkehr muss uns ein ganz großes Anliegen sein. Und wie gesagt, das ist nur der Auftakt zu der Serie, was sich ändern muss, was sich vielleicht sogar dringend ändern muss. Und das soll einfach Bewusstsein fördern für diese Dinge. Darum geht's.